Riesenjubel nach dem Handballdrama. Ausgelassen feiern die Spieler der SG Flensburg-Handewitt einen Bundesligasieg in den letzten Sekunden. Die SG gewinnt gegen Frisch auf Göppingen denkbar knapp mit 25-24. Wir freuen uns jetzt, dass wir gewonnen haben, aber ich glaube, man hat auch gesehen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Und da waren noch einige Abstimmungsprobleme heute da. In der ersten Halbzeit ist das Spiel ausgeglichen. Erst in den zweiten 30 Minuten zünden die Gäste aus Göppingen so richtig den Turbo. Angetrieben von einem überragenden Primož Prost im Tor erzielt Frisch auf gleich 6 Tore in Folge. Evgeni Pevnov vollendet den Tempogegenstoß zur zwischenzeitlichen 20-16 Führung. Göppingen eigentlich auf der Siegerstraße. Doch auch bei Flensburg zeigt ein Torhüter eine Galavorstellung. Sören Rasmussen bringt mit seinen Paraden die Göppinger zum Verzweifeln und Flensburg zurück in die Partie. Lasse Svan Hansen krönt die Aufholjagd der Flensburger 24-23, die SG wieder vorn. Hochspannung in den letzten Sekunden des Spiels. Manuel Späth kann das Anspiel von Tim Kneule nicht kontrollieren und dann rollt der finale Flensburger Angriff. Über Anders Eggert, Thomas Mogensen und Steffen Weinhold. Der Treffer zählt, das ist die Entscheidung. 25-24. Steffen Weinhold wirft Flensburg zum glücklichen zweiten Saisonsieg und beschert den Göppingern einen klassischen Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison. Es ist halt unglaublich ärgerlich, weil wir haben hier schon so weit, dass wir schon eingeknickt sind. Das Publikum ist ruhig plötzlich und dann dreht sich das Spiel und die sind wieder da und die Halle ist wieder da und dann ist es unglaublich schwer als Gastmannschaft hier nochmal sich aufzuraffen und dann nochmal Gas zu geben. Flensburg hingegen bewahrt seine weiße Weste. 2 Spiele, 2 Siege und übernimmt vorerst die Tabellenführung in der stärksten Handballliga der Welt.